Bei einer Gedenkveranstaltung in Weilburg setzten die Bürger ein starkes Zeichen der Solidarität gegen Antisemitismus, indem sie Kerzen an den jüdischen Gedenktafeln entzündeten. Nahezu 100 Menschen waren dem Aufruf des Demokratiebündnisses Oberlahn gefolgt, um den Opfern der Reichspogrom nachzugedenken. Die Veranstaltung stand unter dem Leitgedanken: Der Kampf gegen Antisemitismus und der Einsatz für Demokratie sind untrennbar verbunden. Musikalisch feierlich umrahmt wurde die Zeremonie von der Kreismusikschule Oberlahn-Weilburg. Redebeiträge hielten Gerald Groh vom Demokratiebündnis, Sascha Schmidt vom DGB Frankfurt-Rhein-Main, Anke Föh-Harschmann von Weilburg erinnert, sowie die evangelischen und katholischen Pfarrer Hepke und Fieseler. Auch der ehemalige Bürgermeister Schick sprach und bezog sich auf Ängste vor einer Islamisierung Deutschlands. Der Islam gehört zu Deutschland, aber Deutschland gehört nicht dem Islam, betonte er. Damit appellierte er an die Zuhörerschaft, den christlichen Glauben ebenso wie die demokratische Grundordnung als Grundpfeiler der deutschen Gesellschaft zu begreifen und sich aktiv für eine weltoffene und vielfältige Gesellschaft einzusetzen. Wie wichtig ist so ein Gedenktag heute noch? Ich glaube, gerade ganz besonders in den Zeiten, in denen wir heute leben, wo die Demokratie gar nicht so sicher ist und Rassismus uns alltäglich begleitet, sehen wir ja ganz viele Parallelen dazu, zu der Zeit 1938 und heute. Und insofern ist, glaube ich, dieser Tag aktueller denn je. Ja, es ist wichtig, daran zu erinnern, weil erschreckenderweise und beschämenderweise Antisemitismus immer noch nicht der Vergangenheit angehört. Wir brauchen nur an die Geschichte in Amsterdam gestern zu denken, aber auch hier in Deutschland gibt es immer wieder Situationen, in denen sich Menschen jüdischen Glaubens nicht sicher und nicht wohlfühlen können. Und dagegen die Stimme zu erheben und deutlich zu signalisieren, es geht anders, es muss anders gehen, das ist notwendig. Wir blicken zurück in die Vergangenheit, um es in der Gegenwart und in der Zukunft besser zu machen. Feiern, tanzen durch die kalte Nacht. Hier im Heidehof, da wird das Glück entfacht. Weihnachten, das Fest der Familie, der leuchtenden Kinderaugen und der gemütlichen Stunden im Kreise der Liebsten. Wenn die Welt draußen in winterlicher Ruhe liegt und drinnen der Duft nach festlichem Essen die Herzen wärmt, wird der Tisch zur Bühne für Genuss und Freude. Der Heidehof Sippel in Weilmünster-Möttau ist dabei ihr Begleiter. Auch in diesem Jahr lädt sie der Heidehof herzlich ein, sich inspirieren zu lassen. Mit kreativen Ideen und besten Fleischprodukten, die aus eigener und verantwortungsvoller Produktion stammen. Und weil Weihnachten auch die Zeit des Schenkens ist, haben wir eine kleine Tradition beibehalten. Vom 9. bis zum 24. Dezember verlosen wir unter all unseren Kunden diesmal sogar 2 halbe Schweine, küchenfertig zerlegt, sowie 5 prall gefüllte Präsentkörbe. Besuchen Sie uns auf dem Heidehof in Weilmünster-Möttau oder in unserer Filiale in Braunfels, Borngasse 54. Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie für Ihr Fest genau das Richtige. Möttau im Taunus, Heidehof, unser Ziel. Hier wird Weihnachten immer zum Himmelsstil. Frohe Weihnachtszeit im Herzen fest verankert. Jedes Lied erklingt, jeder Tannenbaum geschmückt. Lass uns feiern, tanzen durch die kalte Nacht. Hier im Heidehof, da wird das Glück entfacht.
Ho, ho, ho! Indien. Indien ist eine wahre Sinnesexplosion. Farben tanzen, Gewürze betören, Klänge verzaubern. Ein Fest für die Augen, den Gaumen und das Herz. Unvergesslich für jeden, der schon einmal dort war. Aber auch in Weilburg lässt sich der exotische Zauber genießen. Im Tandoori Palace. Dem zauberhaften Geschmack Indiens mitten in Weilburg. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der indischen Küche und erleben Sie kulinarische Genüsse, die alle Sinne verzaubern. Im Herzen von Weilburg erwartet Sie das Tandoori, ein Ort, an dem traditionelle indische Aromen auf moderne Raffinesse treffen. Unsere Spezialität, Tandoori-Gerichte, frisch aus dem Lehmofen. Die indische Küche, insbesondere die aus unserer Heimat dem Punjab, ist für ihre vielfältigen Aromen und Gewürze bekannt. Genießen Sie die köstlichen Aromen von mariniertem Fleisch, saftigen Gemüsespießen und knusprigem Brot, zubereitet im traditionellen Tandoor. Jedes Gericht ist ein Fest für die Sinne und entführt Sie auf eine kulinarische Reise durch die Vielfalt Indiens. Mit Liebe zum Detail gestaltet, bietet das Tandoori Palace den perfekten Rahmen für genussvolle Stunden mit Familie oder Freunden. Planen Sie eine Feier oder ein besonderes Event? Wir stehen Ihnen mit unserem Service zur Seite und sorgen dafür, dass Ihre Veranstaltung zu einem kulinarischen Highlight wird. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und reservieren Sie noch heute. Es war noch nie einfacher, nutzen Sie unsere Online-Reservierung und bestellen Sie ganz leicht einen Tisch. Obendrein erreichen Sie uns per Telefon. Wir freuen uns auf Sie. Ihre Familie Kula. Restaurant und Bistro Altes Arthaus trifft Genuss auf Kunst. Direkt auf dem malerischen Marktplatz der Residenzstadt Weilburg bietet das Alte Arthaus Raum für alle Sinne. Ob im Bistro selbst oder im kunstvoll gestalteten Nebenraum, auf der überdachten und beheizbaren Terrasse oder im Pavillon. Auf allen Ebenen können Gäste feiern, genießen und sich mit ausgefallenen Speisen verwöhnen lassen. In einem weiteren Veranstaltungsraum direkt gegenüber können individuelle Feste und Feiern ausgerichtet werden. Wer selbst kochen lernen oder seine Kochkünste verfeinern möchte, für den bietet Mick Abel Kurse an. Die Location wird auch für Fernseh- und Filmaufnahmen gebucht. So entstehen hier Kochsendungen mit Michaele Scherenberg und auch die bekannte Talkshow Arthouse Talk. Das Alte Arthaus ist mehr als ein Bistro. Es ist ein sympathischer Ort der Begegnung.
Dafür sparen wir bei unserer Kfz-Versicherung. Mehr Geld fürs Leben. Einfach zur SV wechseln. Die heimische Firma Schäfer ist seit 1978 in der Autobranche tätig. Wir betreuen die unterschiedlichsten Fabrikate mit unserer über Jahrzehnte gesammelten Erfahrung. Besonders natürlich bei unseren Kernmarken BMW, Mini, Hyundai und Kia. Das Team von Schäfer Automobile freut sich auf Ihren Besuch in unseren Werkstätten in Usingen und Weilburg. Autokauf und Verkauf ist Vertrauenssache. Und eine gute Beratung, Erfahrung, Service und Fairness gehören natürlich dazu. Wenn Sie Ihr Auto verkaufen wollen, sind wir die richtigen Ansprechpartner. Schauen Sie rein bei www.autoankauf-hessen.com oder besuchen Sie unseren Showroom in der Frankfurter Straße in Weilburg. Besuchen Sie eine der schönsten und größten Möbelausstellungen Mittelhessens. Bei uns finden Sie Familienküchen, Massivholzküchen, Designküchen, Landhausküchen und mehr. Entdecken Sie Küchen wie für Sie gemacht. Wir bieten ein Sortiment genau nach Ihrem Geschmack. Vereinbaren Sie Ihren kostenlosen Beratungstermin in einem unserer Einrichtungshäusern oder besuchen Sie uns in Weilburg und Ehringshausen. Interliving Zeller, das Haus der großen Marken, Ihre Küchenwelt, ganz in Ihrer Nähe. Bei Krah und Enders bündelt sich die Kraft einer gemeinsamen Marke, BMW. Immer einen Schritt voraus, immer innovativ, immer eine automobile Naturgewalt. Krah und Enders, Ihr BMW-Kompetenzzentrum für den Raum Weilburg und Limburg. Wir sind direkt an der B49 für Sie da. Nur etwa 15 Minuten von Weilburg entfernt. Stadtwerke Weilburg. Power, Kompetenz und Energie. Die Stadtwerke Weilburg sind Ihr starker Partner, wenn es um Strom, Wasser, Gas und E-Mobilität geht. Wir bieten Sicherheit und Service. Stadtwerke Weilburg. Vor Ort, immer Kompetenz und immer für Sie da. Schreiben Sie uns an unter kunden@stadtwerke-weilburg.de.